Hallo und herzlich willkommen zu einer Unzock-Session von Earth's Shadow. Das ist ein Early-Access-Spiel und es kommt am 3. August raus. Aber wir können jetzt schon die Demo testen und das Spiel schaut auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Springen wir mal rein. Gehen wir mal gleich auf New Game und hier haben wir 3 Slots und wir haben hier 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Gehen wir mal auf Story. Das ist ganz easy. Bin sehr gespannt. Also hat jetzt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht ausgeschaut. Wie gesagt, das Spiel kommt am 3. August und im Steam kannst du das Spiel jetzt schon als Demo probieren. Bin sehr gespondelt. Ja, die Grafik geht bis jetzt. Flackert so ein bisschen. Wenn es dann rauskommt, ist es Early Access erstmal. Ich finde das persönlich immer spannend, so Spiele zu verfolgen. Wenn die dann erstmal in Early Access rauskommen, dann investiert man, da gibt man nicht so viel Geld aus und danach irgendwann mal kommt es dann als Vollpreis oder halt deutlich teurer raus. Und dann hast du es günstig gekauft, weil du das Projekt unterstützt hast. Ist halt schon neu. Okay. Mhm. Wir spielen hier auch mit dem Controller, also mit dem Xbox-Controller. Okay. Ruckelt wie Sau. Okay, wir können springen. Radarchick. Ui, was war das denn jetzt? Okay, wir dashen. Okay, ich guck mal kurz in die Einstellungen. Die Frage ist, wie komme ich in die Einstellung jetzt rein? Weil am Anfang habe ich die noch gesehen und jetzt Inventory, Equipment. Komisch. Okay. Aha, Select Options, Graphics. Guck mal hier, Mora. Ist jetzt nichts Besonderes hier eingestellt, finde ich. Auch mal 30 FPS. Hat jetzt gespoilert. Gucken wir mal. Options. Okay, 30 FPS. Müsste jetzt eigentlich sichtbarer Unterschied sein. Okay, please wait. New game. Okay, zack. Yes. Ah, okay, jetzt habe ich deleted. Okay, wirkt ziemlich verbuggt, finde ich mal, Mora, auf den ersten Blick. So, probieren wir mal noch einmal. Okay, ruckelt immer noch so ein bisschen, aber wir essen ein Radieschen und dann passt das. Ist auf jeden Fall deutlich besser jetzt. Alter, wie das sich bewegt. Okay. Ja. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier... Erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Game für PlayStation 5. Vergessen, wie das geheißen hat. Da war so ein Weltraumspiel. Returnal, oder? Hat das geheißen, oder? Ja. Ja, also schaut fast genauso aus. Okay. Joa, also... Homo Heul, würde ich mal sagen. Also so muss man die Spiele releasen. Genau so. Also ich weiß nicht, mein PC ist ultra stark. Also da sind locker 8000 Euro drin. Und wenn ich mir diese Qualität hier angucke, also wie das Spiel performt, dann Weezy Neat. Also was das soll. Was will er da von mir? Box, was? Okay. Alter, das Spiel ist einfach nur Grütze. Also diese Geräusche. Die ist nie mehr normal. Also, wo ist sie nicht? Also, Spaß macht es nicht. Also, ich dachte, das Spiel ist gut. Also, was ich so gesehen habe, da, als ich den Trailer gesehen habe und so weiter. Aber wenn ich mir das jetzt so hier angucke, so, also, die ist nicht so heul. Also, haut mir nicht so um. Schreib mal deine Meinung in die Kommentare. Und, kannst ja mal sagen, wie es bei dir performt, falls du es selber gespielt hast.
am PC. Ich weiß nicht. Also, mir kommt das alles so richtig oldschool vor. Also auch diese komischen Explosionen, also diese Effekte. Schaut echt komisch aus. Ich habe so das Gefühl, ich spiele so aus den 98er. So ein altes, so Forsaken oder wie das Spiel geheißen hat. Sowas in der Art. Komme ich mir vor wie so ein Shooter. So Oldschool-Shooter-Fan. Nee, also muss ich sagen, das war's für mich. Also Ersteindruck ist gemacht. Wir machen ja nicht nur 30 Minuten Ersteindrücke, sondern auch kürzere, wenn wir kapieren, so okay, das Spiel ist gut, das Spiel ist nicht so gut oder ja, wenn wir mit dem Ersteindruck fertig sind. Und ich bin auf jeden Fall fertig mit dem Ersteindruck. Für mich ist es nichts. Schreib, wie gesagt, deine Meinung in die Kommentare. Wir haben jetzt noch weitere Spiele zu testen. Schau dich am Kanal um. Und die besten Spiele, also die, die wirklich gut sind, die fassen wir mal am Ende der Woche in einem Video zusammen und empfehlen sie dir, damit du sie nicht verpasst. Also, hau rein. Wir sehen uns in weiteren Videos.